BMW bietet auch eine wunderbare App an, wo man dann im Anschluss seiner schnellen Fahrt analysieren kann, wie schnell man unterwegs war, was für Fliehkräfte geherrscht haben, beziehungsweise man kann sich auch untereinander vergleichen. Und das Ganze nennt sich M-Laptime-App. Einfach runterladen, mit dem Auto verbinden und dann, egal was für Strecke Sie fahren, wird es mittels GPS gemessen. Im Anschluss kann man da wunderbar eine Analyse starten, zum Beispiel wann waren Sie am Gas, wann haben Sie begonnen zu bremsen, wie hoch war die Höchstgeschwindigkeit. So, wie sieht jetzt so eine Analyse aus? Hier haben wir jetzt eine Aufzeichnung hier von dem Rundkurs in Maisach. Sie müssen einfach hier dann unten auf Analyse draufklicken, dann sehen wir jetzt einmal unser Streckenlayout. Dann hier auf Wiedergabe drücken. Sehen wir mal, wo wir entlang gefahren sind. Man sieht die Geschwindigkeit, man sieht jetzt wunderbar die Bremsphase mit rot markiert, ja, die kurze Rollphase, dann wieder das Rausbeschleunigen mit grün markiert. Man kann oben die Parameter auswählen, zum Beispiel das Gaspedal, wann waren wir Vollgas, wann waren wir nur Halbgas. Das ganze Thema abfahren, das heißt die komplette Runde für sich anschauen, wo ist noch Potenzial, wo könnte man vielleicht ein bisschen länger am Gas stehen. Auf der Bremse verliert man relativ viel Zeit, wenn man nicht sich sicher ist, wann man den optimalen Bremspunkt setzt, wie heftig wir bremsen. Also da werden auch die G-Kräfte mit aufgezeichnet. Ja, also eine wunderbare App, wo man sich miteinander eben vergleichen kann und wo man schön vom Motorsport eben abgeleitet verschiedenste Parameter sich rausziehen kann vom Auto.